Das Kleinhirn ist zwar, wie der Name sagt, eine relativ kleine Hirnregion, hat aber faszinierenderweise die größte Anzahl von Zellen im gesamten Gehirn. Diese Region ist dafür verantwortlich, dass unsere Bewegungen richtig koordiniert werden, dass wir das Gleichgewicht halten können und auch, dass die Muskelspannung immer die richtige ist bei unseren Bewegungen. So, that's it? Toll! Ich bin Nicole Amberg, ich bin eine Stammzellforscherin und auch gleichzeitig eine Neurowissenschaftlerin an der Medizinischen Universität Wien in der Abteilung für Neuropathologie und Neurochemie. Und mich interessiert, wie ein Gehirn der richtigen Größe und Zusammensetzung entsteht. Manchmal funktioniert diese Entstehung des Gehirns nicht ganz perfekt und dann kommt es zu verschiedensten Fehlbildungen und Krankheiten. Ich untersuche nicht wirklich, was das Kleinhirn dann nachher genau macht und wie es genau funktioniert. Ich reise eher in der Entwicklungsgeschichte des Kleinhirns zurück, an den Anfang der Entstehung des Nervensystems und beobachte dann Schritt für Schritt, wie sich das Kleinhirn entwickelt. Ich verwende in meiner Forschung hauptsächlich eine Methodik, die nennt sich Histologie. Das heißt, wir können nicht ein gesamtes Gehirn einfach unter das Mikroskop legen, dann sehen wir nicht viel. Wir müssen zuerst einmal unsere Hirnregion, das Kleinhirn, entnehmen und müssen das in dünne Scheiben schneiden, damit man diese einzelnen Strukturen des Kleinhirns wunderbar sehen kann. Und dann möchte ich noch tiefer hineingehen in die Zelle und möchte auch wissen, welche Bereiche der DNA, also interaktiv, kann eine Zelle, Gene aktivieren oder stilllegen. Die DNA ist ja eine Spirale. Und wenn wir jetzt diese Spirale auseinanderziehen, dann ist dieser Bereich offen, das heißt, er ist aktiv. Im Gegenzug kann man jetzt auch diese DNA-Spirale wieder zusammenschieben. Dann wird dieser Genabschnitt inaktiv geschalten. Und diesen Wechsel zwischen den aktiven und den inaktiven Bereichen, den übernehmen bestimmte Eiweiße oder Eiweißkomplexe. Ich interessiere mich für einen ganz bestimmten Proteinkomplex namens PRC2. PRC2 ist quasi die Band und in der Band gibt es drei essentielle Bestandteile. Eins davon ist der Schlagzeug, eins davon die Gitarre und das andere ist der Gesang. Und sobald ich einen von diesen drei essentiellen Bestandteilen im experimentellen Modell ausschalte, ist quasi meine Band nicht mehr existent, spielt keine Musik mehr und ich kann dann untersuchen, was sind die Effekte, wenn Polycomp nicht da ist. Wenn alle genau gleich sind und gleich denken, geht Forschung immer nur in eine Richtung und wird vielleicht nie wirklich Probleme lösen. Deshalb brauchen wir Frauen, deshalb brauchen wir People of Color, deshalb brauchen wir einfach jeden mit einem kreativen Gehirn, das die großen Fragen der Menschheit lösen wird. Aus dem Grund habe ich auch ein Netzwerk gegründet für Frauen und Mädchen in der Forschung. Das Netzwerk heißt STEM Fatal und unser großes Ziel ist es, über gegenseitigen Support mehr Frauen an die Spitze der Karriereleiter in der Forschung zu bringen.